Gumrinchen. Garderobe der zweiten Liga. Ein ziemlich trostloser Raum, ja? Ja, ist okay. Ja, was ist denn hier? Ich komme da oben nicht ran. Ja, ja, ich habe schon gelesen. Hm. Warte mal. Du vielleicht? Kannst du das nicht irgendwie runterpusten oder so? Nicht? Ne? Ne? Hä? Das... Achso, ach! Natürlich, natürlich! Komm her, Jamie! Uah! Nee. So, komm her. Na, na klar. Papiere erhalten. Papiere mit Notizen, sie scheinen sehr wichtig zu sein. Bomber, das ist ein Bericht über das Sternjuwel. Irgendjemand hat es wissenschaftlich untersucht. Da ist sogar ein Foto. Aber wer hat das hier... Sehr verdächtig. Huh? Kann ich das einsehen? Ja. Nee. Ja, und jetzt? Hey, ihr da, was habt ihr da zu suchen? Das ist die Garderobe der zweiten Liga. Kämpfern der ersten Liga ist der Zutritt verboten. Verboten? Außerdem habt ihr den Block an der Wand zerstört. Was hat das zu bedeuten? Mimi. Und was du da gefunden hast, das werde ich an mich nehmen. Ja, du weißt das auch so direkt jetzt, ne? Und tschüss, Truller. Blöde Ziege, dieser Bericht hätte uns bestimmt weitergeholfen. Ich könnte ja nicht mal einen Blick drauf werfen. Zumindest ist jetzt klar, dass das Sternjuwel wirklich hier in der Arena ist. Das ist schön. Dann, ja, lass uns doch erstmal einfach weiterkämpfen und dann sehen wir weiter, oder? Würde ich sagen. Ja, ja. Schattengang. Schattengang, genau. Gegen die Schattengang. Mann, Gang. Du musst ja so Slang reinbringen. Keine Sprungattacken. Ja, okay. So, ich möchte dann aber mal wechseln. So, dann komm mal raus. Rein. Ja, ja. Ach, ihr. Mhm, Krawallklemmner, bla bla bla, alles schon mal gehört, hier und da, la la la. Ne, let's fight. So. Meh. Keine Sprungattacken. Keine Sprungattacken, das ist ja doof, aber wir haben hier voll den tollen Hammer. Der zieht jetzt bestimmt auch mehr ab, ne? Oh, toll. Toll. Na. Oh, Feuerblume war das. Gib her. Tut mir leid. Mann, ich sollte echt mal darauf achten und nicht wie wild auf X drücken. Ich möchte Gumrina gerne... Warte mal. Ein Pilz, ja, den kannst du werfen. Dankeschön. Tut mir leid wegen der Feuerblume, ne? Was wollte ich? Austauschen. Oh, ich möchte mit Jamie kämpfen. Haha, gekontert. So, dann schwingst du mal wieder den Hammer. Wie soll ich dich denn da oben treffen, wenn ich nicht springen darf? Ja. Nein. Der springt doch auch auf ihn drauf, oder nicht? Das ist doch auch doof.
Was macht... Was? Ich baue hier gerade großen Mist, oder? Das kann gut sein. Bist du jetzt down? Dankeschön. Na. Das kann ich auch nur bei unseren Gegnern machen. Ich habe die auch noch gar nicht analysiert. Ich bin heute irgendwie verwirrt. Dafür kann ich heute gut kontern. Sondern tauscht mal kurz bitte. Ich weiß ja gar nicht, wie viel KP die haben. Das ist ein Schattenpara. Schattenparas sind geflügelte Schattenkoopers. Maximale KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Ohne Flügel sind sie normale Schattenkoopers. Ihre Angriffskraft steigt, wenn du sie umkippst. Und sie haben eine Technik, mit der sie dich und deinen Partner zusammen angreifen. Das haben wir gerade erlebt. Am besten, du besiegst sie schnell, wenn sie auf dem Rücken liegen. Ja, wenn. Bleibt sie jetzt mal unten? Nein, natürlich nicht. Ah, nur durch Kontern kann ich dich eigentlich auch nicht besiegen, oder? Kopfnuss. Kopfnuss ist nicht springen, oder? Ich hoffe nicht. Naja. Und wenn doch, dann haben wir halt die Auflagen nicht erfüllt und müssen nochmal gegen die kämpfen oder gegen einen vorherrangigen. Weiß nicht mehr. Ist jetzt aber auch egal. Dann ist es halt mal so. Ist doch nicht schlimm. Das mit der Kopfnuss hatten wir auch mal besser drauf. Und jetzt kennen wir seine KP nicht. Warum nicht? Das erscheint mir suspekt. Das kennen wir halt nochmal. Ich will das jetzt wissen. Ja, das ist ein Schattenkooper. Er gehört zur Familie der Coopers. Ja, schön. Maximal. Anders als ein normaler Cooper greift er auch an, wenn du ihn umkippst. Dann wird er sogar noch stärker und verwendet besonders fiese Attacken. Ach so. Das ist also wirklich ein finsterer Typ. Besieg ihn lieber schnell. Alles klar. Bam! Schnell besiegt. Alles ist gut. Und ich hoffe, Gumbrina ist nicht gesprungen. Und der Gewinner ist Bomba Luigi. Ja! Bomba! Hey, was soll denn das? Die Stahlbrüder platzen einfach hier rein? Du hast uns damals ganz schön fertig gemacht. Das zahlen wir dir heim. Und jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Nein! Verarschen? Seid ihr deppert? Nein, nein, nein! Oh, Gumbrina! Falscher Knopf! Falscher Knopf. Aber wir können den trotzdem austauschen. Das ist schön. Du hast nur 3 KP, verdammt! Nein, ich brauch dich! Ich brauch dich doch! Puh. Also... Nein! Nein! Geht weg. Wir sind also doch die Stärkeren. Nein, ich bin... Nein! Bomba hat verloren! Nein! 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 Ja, nein. Das kann doch nicht wahr sein. Ich denke, wir alle hier erwarten mit Spannung den Fortgang dieser Geschehnisse. Aber unsere heutige Vorstellung endet hier. Also... Das ist ja jetzt mal richtig schief gelaufen. Aber wir steigen trotzdem auf. Das ist super. Ja, man sieht sich. Was war das denn jetzt?
Hey Bomba, schon wieder eine Mail. Langsam wird es spannend, langsam wird es nervig. Das vor allem. Wenn du weiter herumschnüffelst, bist du erledigt. Du hast uns doch hierher geführt. Schätze, das ist diesmal aber nicht von X. Stimmt, da stand kein X dran. Ist bestimmt von dieser Sekretärin. Nur, wer hat sie uns dann geschickt? Die Sekretärin war das. Ja, bitte. Das war jetzt unerwartet und es war total schusselig. Mann, oh Mann, oh Mann. Na komm, einen Kampf machen wir noch. Hallo Bomba, ja, ja. Also gut, auf Frage 6, du kämpfst gegen das Fuzzy-Trio. Alles klar. Keine Sternattacken, super. Komm raus und zeig dich. Genau. Ja, ich folge dir auf Schritt und Tritt, großer, breiter Mann. Oh, die sind ja bunt. Ja. Krawallklempner und hier Fuzzy Trio. Fuchu, fuchu, wir werden euch aussagen. Fuchu. Let's fight. Immer dasselbe. Es geht mir auf den Nerven. Auf den Nerven. Ich wollte auf den Senkel sagen. Keine Sternattacke. Wir wissen das. Und die anderen zwei Fuzzys sind gar nicht analysiert. Ja, so geht das aber nicht. So nicht. Ich möchte die schon gern analysiert haben. Jedenfalls haben wir abgewehrt. Oh! Klaut Blütenpunkte. Das ist ja mal, nicht nett. Absolut nicht. Das ist ein Waldfuzzy. Waldfuzzys finden sich meistens, nun ja, im Wald. Maximale KP 5, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wie normale Fuzzys saugen die deine KP, um sich selbst zu regenerieren. Oh, dieses Saugen fühlt sich ziemlich eklig an. Oder wird das vielleicht besser, wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat? Nee, es wird nicht besser. Waldfuzzys können sich auch teilen. So erhöht sich die Zahl deiner Gegner. Du solltest sie also lieber schnell besiegen. Okay. Dann mach mal. Nein, er teilt sich. Verdammt. What? Was war das? Bist du deppert? Aber es ist genial, dass der andere auch nur einen KP hat. Das finde ich schön. Jetzt möchte ich noch das kleine rosane Vieh analysieren. Das ist ein Wiesenfuzzy. Wiesenfuzzys haben eine recht hübsche Färbung. Max, ich denke, du stehst nicht auf rosa. Egal. Maximale KP 6, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wiesenfuzzys saugen im Kampf unsere BP ab. Die Blütenpunkte, verdammt. Also pass auf, wenn unser Blütenpunktewert niedrig ist. Wenn sie genug Blütenpunkte haben, verwenden Wiesenfuzzys magische Attacken. Wir sollten sie also vorher besiegen. Ah, das ist es. Die Blütenpunkte machen die Wiesenfuzzys so hübsch. Ist doch klar. ja. Das war nicht sehr erfolgreich. So. Was durften wir nochmal nicht benutzen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es vergessen. Ist aber auch egal. Ach, das war diese magische Attacke, oder was? Na gut, dann war das halt die magische Attacke. Den Hammer benutzen wir nochmal und dann hat sich das hier. Ganze 4 zieht er sogar ab. Alles klar.
Der Gewinner ist Bomba Luigi. Meine Gage. 13 Münzen. Juhu, Rang 6. Leute, Leute, Leute. Oh, Kuchen! Hey, Bomba! Totzkoffer hat dir vorhin ein Geschenk von einem Fan gebracht. Aha. Hm, ein leckerer Kuchen. Der gibt bestimmt Kraft. Nein. Du bist gemein, Mario. Der sieht so lecker aus. Ja, dann esse ich ihn halt doch. Der vergiftet mich bestimmt, ne? Der leckere Kuchen hat deine Kraft regeneriert. Na gut. Aber wir gehen jetzt erstmal speichern und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn meine Stimme wieder halbwegs einsatzfähig ist, um auch andere Stimmen imitieren zu können. Bis dahin. Tschüss.